Schönen guten Abend bei Open Rally 2016. Heute bei uns zu Gast der Religionswissenschaftler Dr. Michael Blume. Ein Steckenpferd von ihm ist Neurotheologie. Ich habe entdeckt, dass er dazu seine Dissertation geschrieben hat. Andreas Ziemer ist auch hier. Wunderschön. Herzlichen guten Abend. Ja, ich begrüße euch alle ganz herzlich. Ich begrüße auch die, die das dann mal später ansehen werden. Ich freue mich auf diesen Abend. Und wir werden gleich loslegen, weil nämlich ein Wartungsfenster bei Adobe Connect angekündigt ist. Und das wollen wir noch erreichen vorher. Ich blende jetzt eine Präsentation ein und dann kannst du loslegen. Bitteschön. Jawohl. Also einen wunderschönen Abend alle miteinander. Mein Name ist Michael Blume und ich habe die Freude, heute diesen Vortrag zu geben, sowohl an die Seminarteilnehmer als auch an die Menschen später an den Bildschirmen, freut mich sehr. Ich spreche heute als Religionswissenschaftler. Religionswissenschaftler sind keine Theologen. Wir Religionswissenschaftler dürfen glauben, müssen aber nicht, sondern wir erforschen die Religion so wie Musikwissenschaftler die Musik oder Sprachwissenschaftler die Sprache, also mit allen Regeln der Kunst, Psychologie, Soziologie, historisch und so weiter. Und mein Ansatz war eben der Bereich der Biologie bzw. der Neurowissenschaften. Meine Doktorarbeit war zum Thema Neurotheologie. Ich blogge auch sehr gerne, schreibe Bücher. Beruflich bin ich in einer Staatskanzlei tätig und ein Ministerpräsident, der Günther Oettinger, hat mal so schön gesagt, Sie arbeiten ja auch nicht hier mit Denken aufzuhören. Das heißt, ich habe das Glück, auch immer wieder in der Wissenschaft Lehraufträge wahrzunehmen, Bücher schreiben zu können, an Tagungen teilnehmen zu können. Und so freue ich mich heute auf diesen neuen Versuch. Das Thema, das Sie mir gegeben haben, lautet Gottes Spuren im Gehirn? Fragezeichen, die Chancen und Grenzen der sogenannten Neurotheologie. Also das heißt, ich soll ein bisschen erzählen, was hat es mit der Hirnforschung zur Religion auf sich, aber auch, können wir daraus überhaupt etwas Religiöses direkt ableiten. Die sogenannte Neurotheologie, der Begriff ist 1984 entstanden, hat ja genau das behauptet. Also da war jahrelang und ist zum Teil noch bis heute auch in den Zeitschriften immer wieder gerne aufgegriffen. Also die Frage, wohnt Gott in unserem Gehirn? Was bedeutet das eigentlich, wenn wir mit der Hirnforschung die Religion in den Blick nehmen? Also das eine, was man da eben sagen kann, wie gesagt 1984 zum ersten Mal der Begriff Neurotheologie war, dass es da von Anfang an ganz unterschiedliche Erwartungen gab. Die einen haben gesagt, super, jetzt können wir endlich mithilfe der Hirnforschung Gott beweisen. Und die anderen haben gesagt, jetzt können wir endlich beweisen, dass es nur ein Hirngespinst ist. Also dass es da gar nichts dahinter steckt. Und die allermeisten von uns, die in dem Bereich arbeiten, sagen schlicht und ergreifend, wir erforschen nicht Gott, sondern wir erforschen das menschliche Gehirn und damit eben auch, was in diesem Gehirn stattfindet und ob wir einen Apfelkuchen verspeisen oder ein Gebet sprechen. Seltsamerweise ist in beiden Fällen natürlich deine Gehirnfunktion dann beteiligt. Und das heißt, wir erforschen nicht Gott oder Apfelkuchen, sondern wir erforschen Hirnfunktionen, die beim Verspeisen eines Apfelkuchens oder bei einer Kommunikation mit Gott oder bei einer geglaubten Kommunikation auftreten. Ja, also das ist so ein bisschen so wie die Frage, wenn wir einen Fernseher aufschrauben, ob wir dann damit rechnen, die Nachrichtensprecherin drin zu finden oder ob wir sagen, nein, wir verstehen jetzt, wie ein Fernseher funktioniert und dann können wir auch verstehen, warum da Krimis, Dokumentation und Nachrichtensprecher eben auch auftauchen können. Also die Frage Neurotheologie war von Anfang an aufgeladen, aber man muss deutlich unterscheiden zwischen quasi der neurowissenschaftlichen Beschreibung und der Evolutionsforschung zum Thema, also was geschieht im Gehirn und warum haben wir so ein Gehirn, und auf der anderen Seite der Frage, was bedeutet das für den religiösen Glauben? Wird er dadurch widerlegt oder wird er dadurch bewiesen? Ja, das sind zwei unterschiedliche Fragen. Die eine ist empirisch und die andere ist sozusagen erkenntnistheoretisch, philosophisch oder auch theologisch. Möglicherweise sind diese Fragen schon recht alt, also die gibt es schon sehr lange. Mal hier diese schöne Funktion gefragt, kann jemand erkennen,
welches Bild oder welchen Ausschnitt aus welchem Bild es sich hier handelt. Ich gebe mal einen Tipp, es ist in Rom, aber ich glaube, das weiß man schon. Jetzt schaue ich mal, ob unten im Chat eine Antwort dazu kommt. Ja, zwei schreiben schon. Einer schreibt, keine Ahnung. Michelangelo, jawohl, Michelangelo. Sixtinische Kapelle ist gewissermaßen also eine der ganz großen Darstellungen. Da hier geht es eben um die Erschaffung Adams. So, da wird also auf der einen Seite dargestellt Adam und auf der anderen Seite Gott und sie berühren sich. Und interessanterweise haben Neuroanatomen festgestellt, dass die Darstellung Gottes bei Michelangelo sehr einer Hirnschale gleicht. Denn zweimal taucht Gott in dieser Darstellung auf und beides Mal hat er ein Gewand an, das eine Hirnschale ergibt. Dummerweise hat er uns keinerlei Aufzeichnungen dazu hinterlassen. Gesichert ist, dass er selbst sehr religiös war, aber nicht unbedingt sehr orthodox. Und da ist jetzt die Frage, was er uns damit sagen wollte. Die einen sagen, vielleicht war es auch einfach nur Zufall und die anderen sagen, nein, er ist so dermaßen immer an Anatomie interessiert gewesen, dass er was damit aussagen wollte. Die wahrscheinlichste Aussage wäre dann wohl, dass er gesagt hat, Vorsicht, alles, was wir zeichnen, alles, was wir uns vorstellen zum Thema Gott, ist eben nur das, was in unser Gehirn hineinpasst, von unserem Gehirn hervorgebracht wird. Also in gewisser Hinsicht hätte er damit so eine Art Disclaimer eingebaut. Also dass man soll sich von Gott kein Bildnis machen und wenn man sich ein Bildnis macht, dann ist es eben immer nur das, nur eine Konstruktion, ein Bildnis. Wir wissen es nicht, kann auch Zufall sein, aber auf jeden Fall regt es die Kolleginnen und Kollegen auch der Kunstgeschichte immer mal wieder zu Diskussionen und zum Nachdenken an. Wir haben dann aber auch schon sehr früh die Auseinandersetzung damit, dass jede psychische Tätigkeit ja auch im menschlichen Gehirn stattfinden muss. Sigmund Freud ist zum Beispiel ein Beispiel dafür. Da können wir hier sehen, dass er ja eine Theorie entwickelt hat, also mit der menschlichen Psyche, mit der Ich, mit dem darunterliegenden Es und dem Über-Ich. Und man kann sehen, dass er auch schon versucht hat, bestimmten Gehirnregionen zuzuordnen. So wie man das damals eben auf dem Stand der damaligen Erkenntnisse schon machen konnte. Also er hat dann überlegt, wo liegen die verschiedenen Bereiche, wo das bearbeitet wird und hat sich erste Gedanken darüber gemacht, dass wohl in Zukunft die Psyche auch eine biologische Basis bekommen sollte. Inzwischen ist es tatsächlich so, dass natürlich auch die Psychologie ganz stark, vor allem die Kognitionspsychologie, ganz stark mit neurowissenschaftlichen Methoden arbeitet und da ein interdisziplinärer Dialog stattfindet. In einem gewissen Rahmen ist Religiosität, Spiritualität und magisches Denken sind da einfach Sonderfälle oder sind einfach normale Fälle in diesem Geschehen, das psychisch ist, das im Bewusstsein stattfindet, aber auch vorbewusst stattfinden kann, das aber jeweils auch eine biologische Grundlage hat. Sehr lustig popularisiert worden, aber am Anfang völlig ernst gemeint, ist der Religionshelm oder auch Gotteshelm genannt von Dr. Michael Persinger, ein Kollege, auch ein Neuroanatom aus Kanada, der da also für großes Aufsehen gesorgt hat und lange Zeit in den Medien sehr beliebt war, weil er gesagt hat, ich habe einen Helm entwickelt, man sieht es hier, und mit Hilfe von Magnetspulen können wir da Mikroanfälle von Schläfenlappenepilepsie hervorrufen. Und seine These war, dass er da quasi gesagt hat, damit können wir religiöse, spirituelle Erfahrungen auslösen. Also er ging davon aus, dass Religiosität und Spiritualität Mikroanfälle von Schläfenlappenepilepsie wären und dass er die von außen auch auslösen kann. Ja, und dieser Helm, ein Teilnehmer hat gerade geschrieben, ein krasses Teil sei das, der hat eben dann gesagt, alles klar, wir machen das dann. Was ist passiert mit diesem Helm? Er hat sich lange Zeit große Beliebtheit erfreut. Es gab sogar eine kaufbare Variante, die sogenannten Shakti-Helme, die man für ein paar hundert Mark und später Euro erstehen konnte, bis dann schwedische Kollegen die Gegenprobe gemacht haben und festgestellt haben, die Probanden berichten auch dann von spirituellen und religiösen Erfahrungen, wenn der Strom gar nicht eingeschaltet worden ist. Also es reicht, Leute in einen Raum zu setzen, ihnen einen Helm aufzusetzen und zu sagen, da passiert jetzt was. Und
Bitte beschreibt mir nachher, was euch passiert ist. Und dann passiert auch etwas. Aber ganz unabhängig davon, ob überhaupt Strom fließt. Das heißt, die religiösen, spirituellen Erfahrungen kommen eben nicht von außen durch irgendwelche Magneteinflüsse, sondern sie kommen tatsächlich von innen. Unser Gehirn bringt sie selbst hervor. Das hängt mit unseren Erwartungen zusammen, mit der Umgebung, in der wir uns befinden, mit unserer Biografie und so weiter. Das heißt, der Gottes- oder Religionshelm darf heute eher als eine Kuriosität gelten, aber vielleicht dann doch als eine unterhaltsame und auch als eine lehrreiche Kuriosität. Interessant ist auch, was mit den Befunden der Hirnforschung immer wieder gemacht wurde und gemacht wird. Ich habe es erwähnt, wir haben also auf der einen Seite die Beschreibung und auf der anderen Seite die Deutung. Und hier sehen wir das sehr schön. Andrew Newberg zum Beispiel war ein bedeutender, oder ist ein bedeutender Kollege aus den USA, der da eine Studie auch gemacht hat, wo er Meditation von Buddhistinnen und von Christinnen, jeweils von Nonnen, verglichen hat und nachweisen konnte, dass da tatsächlich bestimmte Gehirnregionen stärker aktiviert und andere stärker gedämmt werden bei der Meditation. Und er hat dazu ein Buch geschrieben, und das ist interessant, im Englischen wurde es verkauft als Why God Won't Go Away, also warum Gott nicht weggehen wird, also eher religionsaffirmativ. Ja, da wirkt es so, die Hirnforschung beweist, dass es Gott gibt. Und das gleiche Buch mit dem gleichen Inhalt, mit der gleichen Studie als Grundlage, wurde in Deutschland verkauft unter dem Titel Der gedachte Gott, wie Glaube im Gehirn entsteht. Das heißt, bei unserem eher religiös-skeptischen Publikum hat man dann gesagt, okay, da sagen wir, jetzt wird die Religion dekonstruiert. Es wird gezeigt, dass das ja nur Hirngespinste sind. Finde ich sozusagen interessant, weil wir tatsächlich sehen können, also die gleichen Befunde kann man religionsaffirmativ deuten, aber auch religionskritisch deuten. Und genau das passiert immer wieder. Das heißt, nach meiner persönlichen Auffassung lässt sich auf diesem Wege der Hirnforschung selbstverständlich gar nicht klären, ob es Gott gibt oder nicht, sondern das ist dann eine Frage der Deutung. Wir können aber natürlich darüber lernen, wie Religiosität und Spiritualität im Gehirn funktionieren. Und da können wir tatsächlich sehen, dass ganz unterschiedliche Gehirnregionen beteiligt sind, wenn gebetet wird oder wenn meditiert wird. Die Meditation ist erst einmal eine Sache, die nicht auf eine Person gerichtet ist, sondern entweder auf ein Objekt oder auch häufig, zum Beispiel auf ein Mantra oder auch auf ein Leerwerden im Sinne von ein völliges Freibekommen des Kopfes und des inneren Erlebens. Da gibt es dann viele Meditationstechniken und Praktiken, vor allem auch in den östlichen Religionen, im Buddhismus zum Beispiel oder im Jainismus, aber nicht nur dort. Wir haben die natürlich auch in christlichen und jüdischen und islamischen Traditionen. Und umgekehrt ist das Gebet, richtet sich an jemanden. Im Gebet spreche ich zu jemandem. Das heißt, da ist es eine soziale Interaktion. Und wir können tatsächlich sehen in einer Vielzahl von Studien, dass das auch im Gehirn ganz unterschiedlich bearbeitet wird. Also Spiritualität geht häufig damit einher, dass tatsächlich eine Konzentration stattfindet. Da wird im Stirnhirn findet Sammlungen statt. Also da sind Aktivitäten messbar. Und was passiert ist, ist, dass dann im hinteren Hirnbereich Regionen gedämpft werden, Aktivitäten gedämpft werden, die mit der Ich-Umwelt-Abgrenzung zu tun haben. Der Meditierende, die Meditierende macht tatsächlich die Erfahrung, eins zu werden mit der Umgebung, mit dem Wald, mit Gott, mit dem Fußballverein, mit dem ganzen Universum. Das heißt, Spiritualität kann als Einheitserfahrung, als Entgrenzungserfahrung tatsächlich dann auch erfahren werden. Sie kann sowohl religiös auf höhere Wesen bezogen sein, aber auch ganz diesseitig. Denken wir zum Beispiel am Zen-Buddhismus, ja, ein Zen Satz, der da lautet, wenn du den Buddha siehst, dann töte ihn. Das wäre jetzt zum Beispiel etwas, das würde ein Christ so nie sagen. Denn in dem einen Fall ist eben die zen-buddhistische Meditation apersonal. Sie will das personale Element überwinden, während das christliche Gebet sich ja gerade an die Personalität richtet und Gott begegnen will, beispielsweise Gott in Jesus begegnen will. Sie können auch sehen, unten, dass wir sogar unterscheiden können, das ist jetzt eine britische Studie, die mit Angehörigen einer Freikirche, also Gläubigen, Christinnen, Christen gemacht wurde. Und da kann man tatsächlich sehen, dass das persönliche Gebet die höchste Aktivität im vorderen Hirnbereichen der sozialen Kognition hervorruft. Es ist schon deutlich weniger, wenn man einfach nur das Vaterunser spricht, das ist ganz rechts der Balken,
Und am geringsten ist es, wenn man Wünsche an den Weihnachtsmann formuliert. Auch da ist jetzt die Frage, warum eigentlich? Auch an den Weihnachtsmann ist ja ein höheres Wesen, man kann an ihn glauben, manchmal erfüllt er Wünsche, man kann ihm sogar Briefe schreiben und kriegt manchmal eine Antwort und solche Dinge. Aber interessanterweise können wir eben tatsächlich sehen, die Menschen, die an Gott glauben oder nicht an den Weihnachtsmann glauben, das drückt sich dann in unterschiedlichen Gehirnaktivitäten aus. Nina Asari zum Beispiel, eine Kollegin, hat eine sehr tolle Studie dazu gemacht, zu Psalm 23, der Herr ist mein Hirte. Und sie konnte zeigen, dass Menschen, die religiös sind, da ganz anders reagieren und tatsächlich eine soziale Erfahrung machen, während diejenigen, die nicht religiös waren und die das nur mitgemacht haben, weil eben die Leute im weißen Kittel sie drum gebeten hatten, genauso gut hätten ein Telefonbuch vorlesen können. Also das heißt, die Art, das, was wir glauben, wirkt sich dann wiederum auf in unsere Erfahrung. Ist auch vielleicht im ersten Moment klingt das sehr aufregend, ist aber auch im zweiten Moment natürlich auch nachvollziehbar. Wenn Sie beispielsweise an einen geliebten Menschen denken, dann sind auch diese Gehirnregionen ganz naheliegend aktiv. Und wenn Sie fürchten, dass dieser Mensch nicht mehr liebt oder vielleicht sogar hasst, wird sich auch das abbilden. Das heißt, die Vorstellungen, die Glaubensannahmen, die wir über die Welt treffen, die bilden sich auch immer in unseren Hirnaktivitäten ab. Und das trifft selbstverständlich auch auf Gott zu. So. Ja, also wir sehen, es gibt unterschiedliche Schwerpunkte von Gehirntätigkeiten bei religiösen und spirituellen Erfahrungen. Also da gibt es inzwischen eine Vielzahl von Studien und man muss aber das deutlich einschränken. Zum einen sind es statistische Beobachtungen, die häufig nicht so stark sind, wie sie dargestellt werden. Wenn man die häufig sehr gefärbten Bilder sieht und sich dann die Daten nochmal anguckt, ist das manchmal durchaus wolkiger, als es dargestellt wird. Da wird noch viel, viel Forschung nötig sein. Jedes menschliche Gehirn unterscheidet sich ein bisschen, jede Erfahrung unterscheidet sich. Sogar indem wir Erfahrungen machen, verändern sich unsere Gehirne. Und das ist vor allem das Wichtigste, es sind keine Gottesknöpfe. Es ist nicht so, dass eine bestimmte Gehirnregion einfach angeknipst wird und dann springt der liebe Gott ins Gehirn, sondern es sind komplexe Prozesse, die wir eben auch haben, wenn wir mit anderen Menschen interagieren, wenn wir uns mit anderen unterhalten. Da sind Veränderungen dabei. Das Gehirn ist ein dynamisches Organ. Also man kann da durchaus sehen, dass es da Tendenzen und Schwerpunkte gibt und kann dazu spannende Untersuchungen machen. Ich habe noch gar nicht erwähnt, zum Beispiel die Läsionenanalyse, wenn man sieht, wenn bestimmte Bereiche beschädigt sind, also beispielsweise bei Erkrankungen des Stirnhirns, präfrontaler Kortex, sehen wir dann tatsächlich eine Dämpfung von religiöser Aktivität, was ungewöhnlich ist. Normalerweise sind kranke Menschen im Durchschnitt oder erkrankte Menschen im Durchschnitt religiöser, aber bei diesen speziellen Erkrankungen geht das zurück. Also da gibt es schon spannende Befunde, aber man darf sich es auch nicht zu leicht machen. Also man würde sagen, es gibt keine Knöpfe im Gehirn, aber Schwerpunkte. Und letztlich ist es wie bei einem Orchester, meistens spielt eben doch das ganze Gehirn mit, wenn wir uns auch für unser Thema, für bestimmte Instrumente besonders interessieren. Wir haben eine Frage reinbekommen. Inwieweit sind Gebete von Projektionen, Gespräche mit vorgestellten Menschen zu unterscheiden? Insofern ist der Unterschied da, als dass, wenn demjenigen bewusst ist, dass er sich den Menschen nur vorstellt, dann ist es eben nicht ein tatsächliches Glauben. Man könnte also am ehesten vergleichen, dass ein ernst gemeintes Gebet die Hirnaktivität sehr der entspricht, wenn wir mit einem echten anderen Menschen sprechen. Mit einem geliebten oder gefürchteten Menschen zum Beispiel. Ja? Also es ist eben so, dass es sich im Gehirn nicht abbildet, ob ich mir das vorstelle oder nicht, sondern die Aktivität und die Erfahrung, die ich mache. Für einen gläubigen Menschen, der Psalm 23 betet, ist das, er macht die Erfahrung tatsächlich mit einer Wesenheit im Dialog zu sein. Ja? Von hohen Mächten wunderbar geborgen, wie es Bonhoeffer so schön ausgedrückt hat. Ja, wir sehen auch Zwillingsstudien, die genetische Veranlagung untersuchen, bringen immer wieder das Ergebnis heraus, dass es da auch genetische Grundlagen gibt. Ein Kollege hat das mal sehr schön formuliert, der gesagt hat, die Befunde sind auffällig unauffällig. Das heißt, da haben wir nicht den Unterschied zu anderen Veranlagungen. Religiosität, Spiritualität verhalten sich im Wesentlichen ganz genauso wie andere Veranlagungen auch, Intelligenz, Kreativität, Musikalität. Das heißt, es kommt immer auf ein Stück weit auf die Veranlagung an und dann ganz stark darauf, wie wird es ausgeprägt, wie wird es eingeübt.
Da macht die Religiosität offensichtlich keinen großen Unterschied. Es gibt noch ein paar Rätsel, beispielsweise scheint sie bei Frauen etwas stärker ausgeprägt zu sein im Durchschnitt wie die gesamte soziale Kognition. Und da wird natürlich noch geforscht. Umgekehrt sind zum Beispiel Männer häufiger von Autismus und Asperger betroffen, von Störungen der sozialen Kognition und haben auch im Durchschnitt eine etwas geringere Religiosität. Da kommen wir vielleicht später nochmal drauf. Noch eine Frage. Was bedeuten Ihre Erläuterungen für die Momente des Zweifels an Gott, die ja per se zu monotheistischen Religionen gehören? Sehr gute Frage. Also grundsätzlich würde man heute sagen, dass die Vorstellung eines monotheistischen, bildlosen Gottes tatsächlich schon sehr abstrakt und sehr hochstehend ist. Und dass tatsächlich auch immer wieder kognitiv erarbeitet werden muss. Wir sehen beispielsweise, dass wir heute das interessante Phänomen haben, dass sehr viel mehr Menschen angeben, dass sie an Engel glauben, als dass sie an Gott glauben. Und wenn sie nach Schutzengeln fragen, haben sie sogar eine noch höhere Zustimmung. Ist ganz interessant, macht theologisch erstmal gar keinen Sinn. Wo kommen denn dann bitte die Engel her, wenn es keinen Gott gäbe? Aber macht Sinn vom Kognitiven her, so ein persönlicher Engel, der uns direkt zugewandt ist, der uns unterstützt und hilft, ist für viele Menschen offensichtlich leichter zugänglich, leichter vorstellbar, leichter erfahrbar, als ein doch sehr ferner, das ganze Universum überspannender Gott. Das heißt, man würde also sagen, religiöse Vorstellungen an sich können immer auch bezweifelt werden, werden immer auch unterschiedlich erfahren werden. Und ein monotheistischer, ein ganzer Gott, der alles umfasst, ist schon eine Vorstellung, die sich nicht so ganz einfach einstellt. Deswegen haben wir immer in der Volksreligiosität zum Beispiel Heiligen- und Engelverehrung. Eine Nachfrage, das heißt, fürs Gehirn ist es egal, ob es etwas gibt oder nicht. Puh, würde ich jetzt auch sagen, das würde ich sogar nochmal problematisieren. Wir können uns beispielsweise sehr tiefe Gedanken machen über Menschenrechte. Jetzt oder über Zahlen oder über Formeln. Und jetzt könnten wir ein eigenes philosophisches Seminar zu dem Thema machen, inwiefern es Menschenrechte, Zahlen und Formeln überhaupt im materiellen Sinne gibt oder ob das nicht auch Konstruktionen unseres Gehirns sind, soziale Konstruktionen. Das heißt, ich würde es so formulieren, unser Gehirn konstruiert immer geistige Welten und die orientieren sich natürlich einerseits an äußeren Erfahrungen, aber auch an inneren und sozialen Erfahrungen. Und da konstruieren wir nicht nur religiöse Glaubenslehren, sondern auch mathematische Formeln oder wissenschaftliche Theorien. Das findet alles im Gehirn statt und die Frage, was es davon gibt oder nicht gibt, ist dadurch auch ein bisschen komplexer, als man sich das so gemeinhin vorstellt. Ja? Also ich würde fast sagen, zum Beispiel die Bundesrepublik Deutschland an sich gibt es auch in der Vorstellung von Menschen und trotzdem ist sie eben aktiv, hat Grenzen, die Gott sei Dank derzeit noch nicht geschlossen sind und ähnliches. Das heißt, da kann man also sehen, dass es das mit der Existenzfrage nicht ganz einfach ist. Noch eine Frage, das Seminar geht ab. Für Paulus besteht die Ursünde ja darin, dass die Menschen den gegenstandlosen Gott gegen Geschöpfliches, Vorgestelltes ersetzt und das Abgöttische verehrt hätten. Ja, also wie gesagt, der reine Monotheismus ist recht schwer vorstellbar. Und ich habe sogar noch eine Folie dazu zur Schrifterfahrung oder eine Folienreihe, da kommen wir ja nochmal dazu. Aber noch einmal, als Religionswissenschaftler kann ich natürlich nur dazu Aussagen machen, wie Menschen sich religiöse Vorstellungen konstruieren, welche dann richtig oder falsch sind, das müssen die Theologinnen und Philosophen dann entscheiden. Da bin ich in der Frage natürlich erstmal nicht zuständig, sondern ich muss erst einmal erforschen und beschreiben können, wie es überhaupt zu religiösen Vorstellungen kommt. Gleiches los für alle, auch für Atheisten. Jawohl. Aber hier ein Beispiel, das damit schon zu tun hat, ist eine ganz spannende These von Professor Linke, ein toller Kollege aus Bonn, der aber leider zu früh verstorben ist. Ich hatte noch mit seiner Witwe, Briefkontakt gehabt, kurz nachdem er verstorben war, hatte ich ihm geschrieben und sie meinte damals, dass er sich immer gewünscht hat, dass sich endlich auch mal Geistes- und Kulturwissenschaftler bei ihm melden würden. Er war ganz enttäuscht, dass es nicht passiert war. Ich hatte nämlich im Rahmen meiner Doktorarbeit diese These überprüft und hatte gedacht, man könnte sie einfach knacken. Es ist mir nicht gelungen. Deswegen glaube ich heute, an der ist was dran und ein paar Kolleginnen und Kollegen forschen auch schon dazu. Ich bin gespannt, ob wir da in den nächsten Jahren mehr dazu hören. Was hat Linke gesagt? Linke hat gesagt, hat sich auf klassische Befunde berufen, der Forschung schon, über die er habilitiert hatte, nämlich, dass wir vokalisierte
Alphabete und nicht vokalisierte Alphabete unterschiedlich bearbeiten. Ganz knapp gesagt ist es so, dass wir bei nicht vokalisierten Alphabeten, also zum Beispiel Hebräisch oder Arabisch, nur die Vokale haben, die Konsonanten haben und die Vokale einsetzen müssen. Das heißt, es ist eine intensive kognitive Tätigkeit, die sehr bildhaft stattfindet, stark auch rechtshemisphärisch bearbeitet wird. Auch da wichtig, das heißt nicht, dass die nur rechts bearbeitet wird, sondern tendenziell bei den meisten Menschen etwas stärker rechts. Aber auf jeden Fall ist da die rechte Hemisphäre, sei da stärker beteiligt, während ein links, ein vokalisiertes Alphabet, wie zum Beispiel Griechisch, Lateinisch oder Deutsch, das eben brauche diese Zusatzaktivität rechtshemisphärisch nicht. Und Lincoln leitete darauf ab in einem spannenden Vortrag, der auch viel Applaus bekam, aber dann nie weiterverfolgt wurde. Wenn wir also ein nicht vokalisiertes Alphabet, wie zum Beispiel altes Hebräisch, lesen und gleichzeitig auch noch mit Bildung konfrontiert werden, dann entstünde ein Konkurrenzverhältnis. Das wird als unangenehm erlebt. Das ist sozusagen die doppelte Belastung rechtshemisphärisch. Und deswegen war von ihm die Beobachtung, wir haben die Schriftrichtung von rechts nach links, die rechte Hirnhemisphäre sei aktiv beteiligt, in dem Fall aber doppelt. Und deswegen würde zum Beispiel bei Hebräisch die Tendenz eintreten zur Bildlosigkeit. Das heißt, da ist es dann sozusagen am schönsten, ich kann zum Beispiel Hebräisch, also dieses Alphabet lesen, aber habe keine störenden Bilder dabei. Dann erlebe ich einen Flow, dann erlebe ich ein intensives Wohlgefühl, dann passt das und dann hat der Lesende das Gefühl, der Gottheit tatsächlich zu begegnen, eben in der Bildlosigkeit. Spannenderweise sagt er dann mit der Übersetzung der Bibel in die Septuaginta, ins Griechische, dreht sich nicht nur die Schriftrichtung und nicht nur das Alphabet, sondern plötzlich ist die rechte Hemisphäre unterfordert. Sie muss nichts mehr assoziieren, sie muss keine bildhaften Assoziationen mehr vornehmen, denn auch die Vokale sind ja schon da. Es ist jetzt ein vokalisiertes Alphabet, die Schrift verstummt. Ja, da sind wir schon wieder bei Paulus, wo er dann eben sagt, jetzt fehlt der belebende Geist in der Schrift. Und tatsächlich kommt die Bildhaftigkeit wieder, so Linke, und wir haben dann geradezu die Nachfrage dazu, nach Passion, nach Emotion, nach Bildhaftigkeit, wie sie sich dann auch im Christentum durchsetzt. Am Anfang spannenderweise insbesondere im griechisch sprechenden Judentum und dann im Bereich dabei heraus. Das Spannende daran ist, dass wir tatsächlich sehen können, dass das nicht nur zutrifft auf die ganzen Schriften mit der Leserichtung, sondern dass es auch zutrifft, auch im Hinblick auf den Islam, wo wir wiederum Arabisch haben, vokalarm und prompt die Schriftrichtung eine andere ist und die Bilder wieder zurückgedrängt werden. Jesus gilt weiterhin als Messias, als Geist von Gott und als besonders hervorgehoben, aber nicht mehr als Gottes Sohn und schon gar nicht als Bestandteil einer Passion. Das heißt, das wird wieder zurückgenommen und das wusste Linke gar nicht, das konnte er auch gar nicht wissen und ich hatte das dann überprüft, bis hin zu indischen Schriften, Silbenalphabeten, und zum Beispiel, nur um ein Beispiel zu nehmen, der Buddhismus ist am Anfang auch bildlos gewesen, wird verschriftet und zwar mit Silbenalphabet vokalisiert und prompt treten Bilder auf. Das konnte Linke gar nicht alles wissen, es passt aber wunderbar zu seiner These und da wird es spannend sein. Ein Teilnehmer merkt an, diesen Flow hatte ich beim Hebräischen nie. Das stimmt. Es ist natürlich auch tatsächlich die Frage, wir wissen nicht, ob es zum Beispiel dann auch tatsächlich ein Problem ist, wenn man eine Sprache nicht als Erstsprache gelernt hat. Das heißt, die Kollegen der Hirnforschung sagen, um wirklich klare Ergebnisse zu haben, müssen wir Probanden finden, die zum Beispiel nur Arabisch oder nur Hebräisch lesen oder das mindestens als allererstes haben und die mit anderen vergleichen können, die eben beispielsweise nur Griechisch oder nur Lateinisch die Schrift verarbeiten. Also da wird noch einige Forschung dran sein, um quasi darzustellen, wie das so war. Auch noch interessant übrigens die Masorierung, also die Punktierung der hebräischen Bibel. Da hatte ich dann gedacht, das müsste ja dann diesen Effekt irgendwie verwischen. Und tatsächlich haben wir prompt dann ein Auftreten von einigen bildhaften und musikalischen Elementen im jüdischen Gottesdienst und auch das Aufkommen der jüdischen Mystik. Spannend, im gleichen Jahrhundert. Also ich habe das Gefühl, der Linke hat da was entdeckt, aber wie genau sich das bewähren wird, das wird die zukünftige Forschung erst zeigen.
Ich wollte es Ihnen aber vorstellen, dass Sie einfach sehen, was sich da möglicherweise für ganz neue Dinge in Zukunft noch ergeben können. Ja, genau. Christian fragt nochmal, kann das sein, dass vokallose Schriften chorisch geübt werden? Genau, also es ist, ich gebe nur ein Beispiel nochmal aus diesem Bereich. Wir sehen, dass wir bei sowohl im Hebräischen wie auch im Arabischen, also im jüdischen und im islamischen Ritus, haben wir zum Beispiel Meditationsformen, die den ganzen Körper mitnehmen. Ja? Also die Leute wippen, der ganze Körper, da wird auch geweint dabei. Interessanterweise haben wir das bei christlichen Bibellesungen und auch bei sogenannten Bibelmarathons nicht. Wir haben teilweise die Rezitation, es wird dabei gesungen, aber normalerweise müssen die Leute nach einer Weile abgelöst werden. Es ist nicht, es führt nicht in eine Trance hinein. Und zwar bei keiner der abertausenden Versionen, die wir haben. Arabisch-christliche Gemeinschaften, wo ich jetzt gedacht habe, aber die müssten doch einen Unterschied sein, die haben ihre Bibeln punktiert oder vokalisiert, das heißt tatsächlich diesen Effekt angenähert an die Formen, die wir sie eben auch haben, in den Vokalalphabeten. Also ganz spannend, ja, wollte ich einfach vorstellen. Ja, Ausrufezeichen, vielen Dank, es kommt also Rückmeldung vom Seminar, dass das spannend ist. Ja, ich halte, war auch, und ich denke, der Linke hat es verdient, dass man da das überprüft. Ja, jetzt habe ich viel darüber gesprochen, was im Gehirn alles abläuft, aber natürlich können wir uns auch die Frage stellen, warum wir zu diesem Gehirn gekommen sind. Also warum haben wir Gehirne, die in der Lage sind, das zu tun? Es ist relativ klar, warum wir die Gehirne haben, die in der Lage sind, Gefahren wahrzunehmen oder Farben wahrzunehmen oder sich für Sexualität interessieren. Aber warum haben wir eben auch Gehirne, die sich für höhere Wesen interessieren und sich abstrakte Vorstellungen machen? Und der Erste, der sich diese Frage gestellt hat, war auch ein Theologe, von dem Sie wahrscheinlich schon mal gehört haben, nämlich Charles Darwin. Charles Darwin hat in seinem ganzen Leben nur einen einzigen Studienabschluss erworben, den eines anglikanischen Theologen, zehntbester seines Jahrgangs in Cambridge, und hat unglaublich tolle und tiefe Texte zur Religion geschrieben, kennt leider kein Mensch. Alle denken oder viele denken, er wäre so eine Art Proto-Atheist gewesen. In Wirklichkeit ist es eine lebenslange Auseinandersetzung mit Religion. Auch in seinem letzten Lebensjahr nochmal äußerte er sich begeistert zu einem Buch zu evolutionärem Theismus. Ganz spannend, habe mal darüber auch ein Buch geschrieben. Aber uns interessiert jetzt vor allem einfach nur, dass er schon in seiner Abstammung des Menschen von 1871 darüber spekuliert, wie sich durch Gehirnfunktionen religiöses Denken entwickelt haben kann. In anderen Büchern hat er auch ein paar Gedanken zur Meditation und zu spirituellen Erfahrungen drin. Also er war da auf einer tollen Spur. Heute haben wir zum Beispiel eigene Fachzeitschriften für Religion, Brain and Behavior. Dieses Gebiet explodiert geradezu, aber man kann sagen, Darwin war eigentlich schon dran. Und ärgerlicherweise haben wir dann Jahrzehnte bis fast ein Jahrhundert verloren, weil sich die Natur- und Geisteswissenschaften gegenseitig abgegrenzt haben, anstatt ordentlich gemeinsam zu forschen, was jetzt eben erst in den letzten Jahren so richtig mit Schwung passiert. Auch die Definition von Religiosität ist wieder ganz dicht bei der, die Darwin vorgeschlagen hat. Darwin hat Religiosität definiert als Glauben an unsichtbare und spirituelle Wesenheiten. Heute sagt man Glauben an höhere Wesen, supernatural oder super empirical agents, also überempirische Wesenheiten. Das heißt Wesenheiten, an die ich glauben kann, deren Existenz, materielle Existenz ich aber nicht beweisen kann. Ja, also wenn der Reinhard Weber und ich miteinander kommunizieren, dann ist es eine normale soziale Interaktion. Wenn wir uns beide aber im Gebet an Jesus Christus und natürlich an Gott Vater wenden, dann wäre das eine religiöse Interaktion. Sie würde übrigens interessanterweise ganz ähnlich aussehen. Wir würden die Blicke in die entsprechende Richtung richten, wir würden vielleicht unsere Hände erheben, wir würden sprechen. Aber es ist eben klar, die Existenz von Reinhard Weber lässt sich empirisch überprüfen, an die Existenz oder die Weiterexistenz von Jesus Christus und Gott, daran muss man glauben. Interessanterweise können wir sehen, dass wir schon in der Steinzeit Spuren finden an den Glauben solcher höheren Wesenheiten. Es beginnt mit, beginnt mit Begräbnissen, die gesichert, ab etwa 100.000 Jahren, es gibt einige ältere Funde, die noch umstritten sind. Dann später haben wir Figurinen und Höhlenmalereien und dann später religiöse Gebäude, wie eben in Göbekli Tepe.
Und das ist schon spannend. Also ich habe noch im Studium gelernt, die Leute haben erst eine Wirtschaftsweise entwickelt und dann zum Beispiel die Sesshaftigkeit und dann entsprechende Tempel errichtet, entsprechende religiöse Systeme entwickelt. Heute sieht es so aus, dass Göbek die Tepebohne von Jägern und Sammlern errichtet wurde, die zeitweise zusammenkamen. Das heißt, auch da haben wir die Interaktion von geistigen und materiellen Gegebenheiten. Bei den Figurinen ist es interessant, dass wir über Jahrzehntausende praktisch nur weibliche Darstellungen haben. Das hier ist übrigens oben, das ist eine kleine Öse, das ist dann kein Kopf, sondern das wurde als Schmuck offensichtlich als Kette getragen. Und diese Figurinen stellen weibliche Fruchtbarkeitsdarstellungen dar. Einige auch zum Beispiel Geburten, also gerade nicht erotische Darstellungen nur, sondern zum Beispiel auch Geburten und auch die frühesten Darstellungen, die wir haben, zeigen auch Frauen in Ritualen, zum Beispiel Tanzritualen da. Es gibt einige Kolleginnen und Kollegen, die inzwischen davon ausgehen, wie David Hume, dass möglicherweise Frauen die Religion ursprünglich begründet hätten. Aber das nur am Rande. Sie haben vorher, Sie erinnern sich, stärkere soziale Kognition, durchschnittlich etwas erhöhte Religiosität haben wir bei Frauen auch heute noch. Dass das Ganze für durchaus interessant ist, auch für Theologie zum Nachdenken, will ich mit einem ganz kurzen Exkurs antippen. Ja, auch in der Bibel wird ja der Mensch in zwei Versionen geliefert, nämlich als Mann und Frau. Da will ich jetzt einfach mal die Frage stellen, ob jemand weiß, was denn da der Vorteil ist, weil eigentlich bei der asexuellen Fortpflanzung, zum Beispiel, die wir dann noch bei Einzellern oder ähnlichem haben, da geben wir 100% der Gene weiter, direkte Kopien. Also warum ist das bei allen Säugetieren und dann auch bei uns Menschen so wahnsinnig schwierig? Warum braucht es da zwei Geschlechter? Hat da jemand eine Idee? Was könnte der Vorteil sein? Aha, ich sehe schon mehrere Tippen. Macht Spaß? Ja, sehr gut, sehr gut. Aber die Frage ist, warum macht es Spaß? Oder eher gesagt, Freude. Ich meine, wenn es nur schaden würde, nur kosten würde, dann würde es keine Freude machen. Dann hätte unser Gehirn keine Funktion dafür entwickelt, dass wir das auch noch wollen oder dass viele von uns das wollen. Genmischung. Jawohl, also eine Studentin hat es. Genmischung, Schutz und Versorgung. Jetzt kommt es aber richtig viel. Absolut. Die Auflösung ist tatsächlich, der Vorteil von sexueller Fortpflanzung ist, dass sich die Gene in jeder Generation neu mischen, rekombinieren. Dadurch entsteht eine große Vielzahl an Individuen. Und die sind zum einen besser in der Abwehr von Verfolgern, zum Beispiel Parasiten. Ja? Wenn die Parasiten eine Bananenstaude geknackt haben, dann kann es sein, die machen ihn die ganze Linie, die ganze Art sogar kaputt, weil sie dann sozusagen durchgebrochen sind. Bei Menschen oder überhaupt bei sexuell fortpflanzenden Lebewesen ist es so, jedes Individuum ist einzigartig und da gibt es dann auch immer wieder welche dabei, die sind resistent. Und das Gleiche gilt natürlich nach vorne, wenn es darum geht, neue Möglichkeiten zu erschließen, neue Möglichkeiten des Zusammenlebens, neue Möglichkeiten der Nahrung, neue Möglichkeiten, neue Milieus. Dann sind natürlich immer diejenigen im Vorteil, die vielfältig aufgestellt sind, weil dann einige dieser Individuen diese neuen Möglichkeiten erschließen und nutzen werden, während unser Klon daran vielleicht vorbeirennt, weil er sich einfach nicht nach links oder rechts bewegt, sondern stur sein Ding durchzieht. Also von dem her sieht man da durchaus, dass wir durch evolutionäres und evolutionsbiologisches Denken nicht nur Strukturen im Gehirn besser verstehen, sondern vielleicht auch grundlegende Aspekte des Lebens. Und nicht nur des Lebens, vielleicht auch, weil wir ja hier auch mit Theologinnen und Theologen arbeiten, hat jemand eine Ahnung, warum wir sterben müssen? Und das meine ich wirklich so. Wir haben ganz viele Zellen von uns, haben eine Apoptose, ein eingebautes Selbstzerstörungsprogramm. Die Zellen schalten sich irgendwann ab. Das heißt, das ist nicht nur Verschleiß. Es gibt auch Tiere, deren Zellen immer wieder sich regenerieren, sondern wir haben geradezu Programme, die irgendwann auch abschalten. Wozu soll denn das gut sein? Angeblich sei doch Evolution immer ums Überleben gut gewesen. So, ich höre, ich bin gespannt. Tod macht Platz, jawohl, jawohl, ganz hervorragend. Es ist tatsächlich so, dass sich in Simulationen zeigt, wenn Sie Programme gegeneinander eintreten lassen und die einen sind unsterblich. Das heißt, die pflanzen sich zwar fort, die bringen Nachkommen hervor und besetzen aber die Plätze, treten selber nicht ab, dann ist es kurzfristig sehr erfolgreich, aber auf Dauer ist das Problem, dass sich neue Varianten nicht durchsetzen können. Das heißt, die alten Generationen besetzen die Plätze und lassen die jüngeren gar nicht mehr nachkommen. Wenn wir uns vorstellen, Menschen, die unsterblich werden könnten, die müssen sehr schnell damit aufhören,
überhaupt noch nachkommen zu produzieren. Sie müssen sie unterdrücken und unten halten und immer regulieren, wie viele überhaupt nachkommen dürfen. Wenn aber klar ist, dass wenn automatisch sozusagen die älteren Generationen sterben, dann führt das dazu, dass wiederum Platz ist für die Nachrücker. Das heißt, es können neue Varianten sich durchsetzen. Dieser Vorteil, dass jede Generation neu durchmischt ist, kann dann zur Geltung kommen. Das heißt tatsächlich, verrückterweise, kann das Sterben, kann der Tod evolutionär vorteilhaft sein. Nicht für das Individuum, aber eben für den Genfluss beziehungsweise die Art, je nachdem, wie man es betrachtet, von welcher Perspektive man es betrachtet. Genetisch gesehen ist sozusagen auch ein einprogrammierter Tod eine Hilfe für zukünftige Generationen. Und das ist spannend. Also Liebe und Tod können wir da neu anschauen. Sie sehen, das lohnt sich schon, da mit der Biologie im Gespräch zu sein. Aber kommen wir zurück zum Gehirn. Wir haben es vorher gehört, es sind bestimmte Gehirnregionen da dabei. Ich habe eine Frage, wie alt dürften Menschen werden, ohne Nachteil für die ganze Spezies? Also grundsätzlich ist es so, dass in diesen Simulationen sich zeigt, dass das immer davon abhängt von der Geschwindigkeit der Veränderung der Umgebung. Das heißt, bei sehr schnellen Umweltveränderungen müsste die Lebensspanne kürzer sein, damit nachfolgende Generationen sich sozusagen schneller anpassen können. Bei stabilen Verhältnissen könnte es auch länger sein. Dann kommt es ja nicht darauf an, sehr schnell, sehr, sehr adaptiv zu sein. Es gibt da kein endgültiges Ergebnis, sondern letztlich ist es auch das immer wieder eine Art Aushandlungsprozess. Und natürlich ist die Art, wie wir heute leben, mit hoher Hygiene, guter Ernährung, die meisten zumindest in westlichen Industriegesellschaften, mit einer extrem niedrigen Kindersterblichkeit eine absolute Ausnahme. Das hat es so noch nie gegeben in der menschlichen Geschichte. Wir haben ja in der Bibel das Lob auf den Menschen, der 80 oder älter wird, unter dem Wunsch im Judentum, mögest du 120 werden. Das ist theoretisch denkbar, dass wir das bald erleben, dass das möglich wird in größerer Zahl, dass die Lebenserwartung steigt. Ja, also, religiöses Verhalten evolvierte über das Stirnhirn, haben wir vorher gesehen, also die soziale Kognition im vorderen Hirnbereich und tatsächlich spannenderweise genau in dem Zeitraum, wo Homo sapiens das entwickelt, finden wir auch Bestattungen. Wir haben schon davor den Homo erectus zum Beispiel, anatomisch, der passt wunderbar nach Wien, ja, zwei Arme, zwei Beine, der sieht alles schon sehr menschlich aus, würde nicht groß auffallen, mit der Ausnahme eben des Stirnhirns. Ja, Sie sehen es, über den Augen ist da Schluss, da ist noch nicht so viel Stirnhirn da, ja, da klappt das nach hinten. Und bei unseren Vorfahren, den Homo sapiens und bei den Homo neanderthalensis, die ja teilweise auch unsere Vorfahren geworden sind, da entwickelt sich das Stirnhirn und prompt beginnen die ihre Toten zu bestatten. Also da können Sie sehen, wie so die Befunde von der Hirnforschung mit den Befunden der Archäologie, der Evolutionsforschung so ein Stück weit ineinander greifen. Wir können auch die kognitiven Grundlagen sehen, die auch schon Darwin vermutet hat. Also er nahm seinen Hund als Beispiel, der einen Sonnenschirm anknurrte, als ob da jemand sei und machte sich dann Gedanken drüber, meinte aber, ja, bei den Menschen geht es noch weiter, weil die vermuten nicht nur, dass da jemand sei, sondern stellen dann auch Vermutungen drüber aus, was dieser jemand will. Wir nennen das heute die Hyper-Agency Detection, die Überwahrnehmung von Wesenhaftigkeit. Und die können Sie hier sehen. Ich bin mir ziemlich sicher, die allermeisten Zuschauer werden hier nicht nur einen Kirchturm erkennen, sondern auch ein Gesicht. Ja? Wahrscheinlich sogar ein knuddeliges Gesicht, das man gern füttern möchte. Das ist die Chicken Chirp, so wird die heutige genannt. Die heißt überhaupt nicht so. Das ist eine ganz normale Kirche in Florida. Die aber, wenn man sie von einer bestimmten Perspektive aus fotografiert, dieses herrliche Bild darbietet und deswegen zu ungewollter Berühmtheit geraten ist. Es gibt viele solcher Bilder, wo man vielleicht zum Beispiel auch von Bäumen, von Wolken oder Ähnlichem, wir können nicht anders. Punkt, Punkt, Komma, Strich und wir sehen da ein Wesen. Und wir sehen nicht nur, dass da ein Wesen ist, in dem Fall ein Chicken, ein Hühnchen, sondern wir sehen, nehmen auch noch automatisch wahr, das ist uns freundlich gesinnt oder das ist sauer oder das ist grimmig. Wir können mit einem Smiley, wenn wir nur den Mundbogen umdrehen, können wir zum Beispiel Trauer anzeigen. Das heißt, wir erstellen automatisch Theories of Mind, also Annahmen über den geistigen Inhalt von unserem Gegenüber. Ist auch wieder ganz klar, vorteilhaft diejenigen, die häufiger wahrgenommen haben, dass da tatsächlich jemand auf sie zukommt und auch erkannt haben, ob Freund oder Feind, hatten bessere Chancen des Überlebens, der Kooperation und der Fortpflanzung und deswegen hat sich das so durchgesetzt.
Übrigens auch zum Beispiel im Buddhismus, obwohl es dort eigentlich gar nicht so angelegt ist, auch da haben wir am Anfang das strikte Verbot von Darstellungen. Und hier sehen Sie einen schönen Buddha in Wuppertal in einem buddhistischen Restaurant. Und der wird auch ordentlich versorgt, kriegt Äpfel, kriegt Wasser. Und ich fragte die Dame des Hauses dann, warum denn der Buddha nicht zu ihr schaue, sie sei ja die Buddhistin, sondern in den Gästeraum. Und sie schmunzelte und erklärte, die Leute benehmen sich dann besser, wenn der Buddha ihnen zuschaut. Und genau das ist eben der psychologische Effekt. Wenn wir uns beobachtet sehen, dann ändern wir unser Verhalten. Also ganz unabhängig davon, ob es Gottheiten wirklich gibt oder nicht, Ahnen wirklich gibt oder nicht, weiterlebende Ahnen, schon der Glaube daran ändert unser Verhalten. Wenn der große Adlergeist über den Dorfplatz schaut, vom Totempfahl, schauen Sie mal, die riesige Augen, dann wirkt sich das auf unser Verhalten aus. Es macht uns nicht unbedingt zu besseren Menschen, aber wir halten uns dann an die Regeln, buchstäblich instinktiv, weil wir eben vermuten, beobachtet zu werden. So, und dazu ist das Ganze dann auch gut. Das heißt, wenn Leute an die gleichen höheren Wesen glauben, kooperieren sie untereinander stärker. Sie deuten Lebensereignisse als entweder Segen oder als Fluch, als Prüfung und ähnliches. Wir kennen das Buch Hiob und so, ganz komplexe Gedanken. Aber grundsätzlich erzeugen sie damit Gemeinschaften, die nach innen stärker kooperieren und sich nach außen abgrenzen. Auch gesundheitlich hat es mindestens Placebo-Effekte. Ja, ich kann eben im Fall von Krankheit die Geister anrufen, ich kann Bittgebete, kann Rituale vollziehen. Das hat mindestens Placebo-Effekte. Auch heute noch haben wir gerne Ärzte als Halbgötter in Weiß, die sich um uns kümmern und möglichst bunte Pillen verschreiben und vielleicht auch Geräte benutzen, damit wir das Gefühl haben, es passiert wirklich was. Diese Effekte, die sind also tatsächlich messbar und auch wissenschaftlich nachvollziehbar. Jetzt wird gefragt, ob Religion als Rechts- und Moralbegründung verwendet wird. Klare Antwort: Jein. Es ist tatsächlich so, dass auch Menschen ohne Religion zum Beispiel moralische Impulse haben, ethische Impulse haben, die auch zum Beispiel durch philosophische Systeme weiter verfeinern können. Was Religion zusätzlich zur Verfügung stellt, ist aber der Glaube, dass da gemeinsam höhere Wesen drüber wachen. Das kann sehr positiv sein, aber muss nicht. Das kann natürlich auch dazu führen, dass wir uns abgrenzen. Das heißt, wir halten da nach innen ganz toll zusammen, sind aber gegenüber anderen ganz intolerant. Also ich kann mit Religiosität eine lebensförderliche Gemeinde, ein Hospital, einen Kindergarten bauen. Ich kann aber mit Religiosität auch eine Terrorzelle begründen, die dann gegen alle anderen vorgeht. Also Religiosität ist kooperativ, damit aber noch nicht automatisch gut. Eine Gruppe, die sehr kooperativ ist, sind zum Beispiel die Amish, die Old oder Amish, über die habe ich extra geforscht. Auch spannend ihre Gebote, die zum Beispiel Glaubwürdigkeit dann wiederum unterstreichen, nach innen signalisieren, dass man es wirklich ernst meint, wie zum Beispiel die Buggy-Kultur. Die Amish missionieren nicht und trotzdem verdoppeln sie ihre Anzahl alle 15 bis 20 Jahre, sind eine der am schnellsten, ja, schnellsten wachsenden Religionsgemeinschaften in den USA. Um 1900 waren es etwa 5.000, jetzt sind es 250.000 und wie gesagt, verdoppeln sich alle 15 bis 20 Jahre. Weiß jemand warum? Warum wachsen die so schnell, wenn sie nicht mal missionieren, sondern in jeder Generation auch noch Leute verlieren? Mehrere Teilnehmer geben ein, steht dran. Bin gespannt. Wer kommt als erstes drauf? Was ist das Geheimnis der Amish? Technikfeindlichkeit? Ja, aber warum? Ich meine, das wäre ja dann eher erstmal ein Nachteil. Zeit für Sex kommt der Sache schon ein Stück weit näher, aber zum Beispiel haben Sie ja, nutzen Sie keine Geschirrspülmaschinen. Das kostet Sie ja auch ganz arg viel Zeit. Sammelt und mehret euch, wir kommen der Sache näher. Wir kommen der Sache näher. Also, warum wächst die Zahl der Amish? Keine Kondome? Tatsächlich ist es Privatsache. Tatsächlich ist es Privatsache. Die Amish verbieten das gar nicht, man spricht da gar nicht drüber, aber es gibt eine andere Erwartung. Nämlich viele Kinder. Genau, seid fruchtbar und mehret euch, steht in der Bibel. Die Amish betrachten das als Gebot. Das heißt, wie sie das genau mit ihrer Frau oder ihrem Mann machen, das wird bei den Amish nicht so genau kontrolliert. Aber mit weniger als 4 Kindern, da ist dann schon, wird man schon ein bisschen bemitleidet. Denn in der Bibel steht, seid fruchtbar und mehret euch. Die Amish haben extrem viele Kinder. Und spätestens an dieser Stelle werden Biologen normalerweise total hellhörig. Denn wenn Religiosität also nicht nur in der Lage ist, kooperative Gemeinschaften zu gründen,
sondern auch außerordentlich fruchtbare Gemeinschaften zu gründen, dann wird es evolutionsbiologisch sehr interessant. Und das ist natürlich wirklich ein Hammer. Quer durch die Religion sehen wir, die Frommen haben im Durchschnitt mehr Kinder als die Säkulareren, die weniger oder die Nicht-Religiösen. Fromme Juden haben mehr Kinder als säkulare Juden, fromme Christen, fromme Muslime, fromme Hindus. Das geht quer durch die Weltreligion. Sie werden gar keine Weltreligion, wenn sie ihren Glauben nicht an möglichst viele Kinder auch weitergeben. Also innerhalb der Religion gibt es immer wieder verschiedene Varianten. Zum Beispiel im Christentum gab es auch die Shaker, Zölibat für alle. Ja, die waren mal um die 5000 im 19. Jahrhundert, sind jetzt noch drei. Nicht 3000, sondern drei in einer Gemeinde. War nicht so erfolgreich. Die Amish dagegen, die mit den vielen Kindern, die haben sich durchgesetzt. Das heißt, dieser religionsdemografische Effekt, der setzt sich in der kulturellen Evolution auch immer wieder durch. Das heißt, diejenigen, die an viele Kinder weitergegeben werden, bleiben dann auch im Rennen. Was bedeutet das? Religiosität ist also kooperativ, nicht unbedingt gut, aber erst einmal kooperativ und tendenziell auch adaptiv, das heißt evolutionär erfolgreich. Sie erinnern sich, die Darstellung schon in der Steinzeit von Fruchtbarkeit. Darwin hatte vermutet, dass Religion evolviert ist, um Kampfgruppen aufzubauen. Ja, also die Religiösen, die sind die besseren, die zusammenhaltenderen Kämpfer und deswegen stechen die anderen aus. Heute würde man sagen, wahrscheinlich spielte sogar noch eine größere Rolle das Cooperative Breeding, dass religiöse Gemeinschaften viele Kinder haben und sie gemeinsam aufziehen. Kindergärten, Schulen, Kinderbetreuung, eine Familienorientierung. Wer es nicht glaubt, dem empfehle ich einmal eine Reise nach Israel, wo quasi das orthodoxe und ultraorthodoxe Judentum exponentiell wächst, wie die Amish und bei den Christen die Huterer, die gebildeten Mormonen wohlhabend und gebildet und trotzdem deutlich überdurchschnittlich kinderreich, auch teilweise im Katholizismus und, und. Übrigens, evangelische Paarfamilien, nicht vergessen, auch traditionell kinderreich und hochgebildet, haben eine große Rolle gespielt beim Aufbau des Bildungsbürgertums in Europa. Ja, also, lassen Sie mich zum Abschluss nochmal aufzeigen, ein Aspekt, von der Neuropsychologie, es wird eben grundsätzlich anders bearbeitet und auch psychologisch philosophisch bewertet, wenn wir uns zu etwas oder zu jemandem verhalten. Also, kein Genetiker bestreitet Ihnen, dass der reproduktive Erfolg, die Weitergabe der Gene, ist der Goldstandard von evolutionärer Fitness. Das nehmen wir zur Kenntnis und jeder sagt, na und? Daraus folgt nichts. Aus dem Sein folgt kein Sollen. Es gibt keine Gemeinschaft, keine nicht-religiöse Gemeinschaft, der es gelungen wäre zu sagen, über Generationen hinweg habt viele Kinder eure Gene zuliebe. Das juckt uns nicht. Von etwas lassen wir uns nicht sagen. Gene, von Genen akzeptieren wir keine Normen. Wenn wir allerdings daran glauben, dass es ein Etwas ist, das uns befiehlt, seid fruchtbar und nähret euch, dann ist es anders. Ein Gott darf uns sagen, dass wir viele Kinder haben wollen. Wir stoßen hier auf die Frage der Anthropodizee, der Frage nach der Rechtfertigung von Leben. Gibt es überhaupt eine Rechtfertigung dafür, Kinder zu haben oder viele Kinder zu haben? Eine Frage, die sich schon Plato gestellt hat, Kant, Dawkins, der sie negativ beantwortet übrigens und sagt, lieber viele Meme als viele Gene weitergeben, Akerma und andere. Und interessanterweise ist das offensichtlich so ein Knackpunkt. Religionen können durch die Berufung auf jemanden den Willen zum Leben bekräftigen, wie es Rabbi Sachs mal sehr schön formuliert hat, während säkulare, nicht-religiöse Weltanschauungen da offensichtlich bisher nicht weitergekommen sind. Entweder sie sagen, das ist eine Privatangelegenheit, muss jeder für sich selber wissen, oder sie raten sogar davon ab. Also sie merken, plötzlich wird sogar philosophisch und theologisch interessant, was das mit Religion auf sich hat. Ich gehe heute so weit, dass ich sage, wir kennen bislang keine nicht-religiöse Population, die sich demografisch erhalten konnte und wir werden möglicherweise auch in Zukunft keine kennen. Religion ist also wohl notwendig zur Aufrechterhaltung von Population und Zivilisation. Das heißt nicht, dass alle Menschen religiös sein müssen, das heißt auch nicht, dass im Gegenteil, Religionsfreiheit wird dadurch umso wichtiger, aber das heißt, dass Religion offensichtlich Funktionen erfüllt, die die Wissenschaft nicht erfüllen kann, so wie die Wissenschaft Funktionen erfüllt, die die Religion nicht erfüllen kann. So würde ich es mal zuspitzen für die Diskussion. So, jetzt käme noch das Thema der Gretchenfrage, das Verhältnis von Mann und Frau, und es kam auch noch die Frage der DDR, kann ich noch ganz kurz einwerfen? Nein, die DDR hat es auch nicht geschafft. 1,8 im sogenannten Honecker-Buckel für weniger Jahre war die höchste Geburtenrate, die DDR erreicht hat, und auch die brach dann gleich wieder zusammen.
Also auch selbst mit massiver staatlicher Familienförderung schaffen es nicht religiöse Populationen nicht über zwei. Das schaffen bislang nur religiöse. Nicht mal in der DDR hat es geklappt. Ich hatte erwähnt, möglicherweise standen die Frauen am Anfang. Wir hatten die Gretchenfrage von Goethe, die kennen Sie. Wie hast du es mit der Religion? Direkt die Frage danach, kann ich dir trauen, stellt sie dem Faust. Und interessanterweise tatsächlich, der Mephistopheles spottet auch, ich habe es ausführlich wohl vernommen, ja, die Mädels sind doch sehr interessiert, ob einer fromm und schlicht nach alte Brauch. Sie denken, duckt er da, folgt er uns eben auch. Also das ist eine Forschungsrichtung, die quasi danach schaut, ob möglicherweise schon sehr früh Religiosität nicht nur allgemein für Kooperation eingesetzt wurde, sondern auch für die Frage von Partnerschaftskooperation. Es gibt zum Beispiel tolle Studien, die über, gucken, wie sich Paargebete auf die Ehestabilität auswirken. Und selbstverständlich tun sie das. Und das sagt einem auch der gesunde Menschenverstand. Und die Daten sagen es eben auch. Verheiratete leben auch etwas länger, weil sie sich auch gegenseitig quasi kontrollieren und gegenseitig unterstützen. Und Religiöse sind im Durchschnitt etwas früher und etwas stabiler verheiratet als Nicht-Religiöse. Immer im Durchschnitt, aber ist ja interessant. Frauen tatsächlich, auch junge Frauen, auch in Deutschland, weisen eine erhöhte Religiosität auf, in jedem Theologiestudium zu sehen, auch wie sich das ehrenamtliche Engagement verteilt, ist ganz arg spannend. Das heißt, die unterschiedlichen Präferenzen brechen da auch immer noch durch und sie sind immer auch kulturell geprägt. Das heißt, Rollenvorstellungen können sich ändern. Ich sage nur ein Beispiel, möglicherweise waren in der Steinzeit Frauen noch dominant im Bereich des Schamanismus. Dann haben wir später mit dem Aufkommen der Landwirtschaft patriarchale Strukturen. Frauen werden aus den Priesterämtern hinausgedrängt. Und jetzt, zumindest in der evangelischen Kirche, kommen sie mit Macht wieder. Also spannende, große Entwicklungen. Sie sehen auch unterschiedliche Studentinnen und Studenten, welche Glaubensinhalte sie für glaubwürdig halten. Leben nach dem Tod sind die Studentinnen vorne. Wirkung von Gebet, Wunder, auch Astrologie. Einzige Ausnahme, UFOs und Außerirdische. Gebt uns Spielzeug und wir glauben es. Männer glauben stärker an UFOs und Außerirdische. Und tatsächlich sind die sogenannten UFO-Religionen, wie die Raelianer und andere, zu zwei Dritteln männlich. Die klassischen Religionsgemeinschaften sind dagegen überwiegend oder stärker von Frauen geprägt. Die Evolution von Religiosität geht also von beiden Geschlechtern aus, möglicherweise sogar fundierend von den Frauen. Also, ich will es dabei belassen. Ich hätte zwar hier noch, zum Beispiel, wir können inzwischen ganz gut erforschen, die Levels von Säkularisierung und Religiosität. Wir kennen die Faktoren. Vor allem der zweite ist hier wichtig, existenzielle Sicherheit. Menschen in existenzieller Unsicherheit entwickeln stärkere religiöse Bedürfnisse, greifen instinktiv auf Religiosität zurück und Menschen, die existenziell gesichert leben, tun das nicht. Das erklärt beispielsweise, warum wir in der ehemaligen DDR mit dem deutschen Recht- und Sozialstaat kaum eine Rückkehr in die Religion haben. In Russland dagegen, wo der Sozialstaat zusammenbrach, eine massive, teilweise auch fundamentalistische Rückkehr in die Religionsgemeinschaften haben und so weiter. Das heißt, wir können inzwischen tatsächlich recht genau sagen, wo Religiosität sich und warum sie es tut, wann sie stärker nachgefragt wird und wann eben auch nicht. Existenzielle Sicherheit ist der stärkste Faktor, deswegen säkularisieren wir in Deutschland auch. Leider ist das aber auch ein Faktor, warum wir uns demografisch nicht erhalten, sondern eher verebben. In Österreich ist es ja ähnlich. So, und damit sind wir zum Ende angekommen. Wir können also sehen, dass wir on the long run eine Verstärkung der neurobiologischen Veranlagung von Religiosität haben. Sie ist Teil unserer Evolutionsgeschichte. Dazwischen immer wieder große Schwankungen, mal geht es auf und ab, aber so ganz verschwindet es nie. Sie können das sehr schön sehen in den USA zum Beispiel. Ja, die Vertreter der Evolutionstheorie haben quer durch das 20. Jahrhundert immer wieder mehr wissenschaftliche Argumente hervorgebracht. Sie haben wissenschaftlich gesehen einfach recht, hat aber nicht arg viel geholfen. Die Vertreter des religiösen Kreationismus hatten einfach immer wieder mehr Kinder. Und deswegen hat man da quer durch das 20. Jahrhundert immer wieder so Wellenbewegungen zwischen der Zustimmung zur Evolution und dem Kreationismus. Und auch in Zukunft kann man hoffen, dass sich das vielleicht auflösen lässt, dass die Leute vielleicht erkennen, das eine schließt das andere nicht aus. Man kann auch evolutionär und religiös sein, das wusste schon Darwin. Aber uns hilft es auf jeden Fall, die Religion auch aus neuro- und evolutionsbiologischer Perspektive zu verstehen. Ich hoffe, das war jetzt interessant, musste mich am Schluss etwas kürzer fassen, damit wir noch diskutieren können. Vielen Dank für